Guten Abend, ich begrüße Sie zu Spiegel TV aus Hamburg. Wer früher mal ein kleines bisschen berühmt war und danach eventuell durch Alkohol in aller Öffentlichkeit maximal abgestürzt ist, für den gibt es wieder Hoffnung. Irgendwann kommt der lang ersehnte Anruf vom Dschungelcamp. Selbst bei Jenny Elvers und Nadel hat das geklappt. Für Deutschlands abgehalfterte Möchtegern-Prominenz ist Australien mittlerweile das Land, in dem Milch und Honig fließen. Oder zumindest die dringend benötigte Gage und die Aussicht auf Ruhm. Gudrun Altrogge, Anja Kindler und Steffen Vogel über den lebenslangen Abstiegskampf im Dschungel und im wahren Leben. Der FC Remscheid kämpft in der Landesliga gegen den Abstieg. Ruhrpott-Meister Propper Thorsten Legert ist die letzte Hoffnung. Das ist eine Maschine, der kann einen motivieren. Der weiß, wie das läuft auf dem Platz, neben dem Platz. Und der kann einen richtig mitnehmen, ne? Mitreißen. Und so was brauchen wir jetzt. Der ist ein Typ, der polarisiert. Also entweder hat man ihn ins Herz geschlossen oder halt nicht. Klar vermissen wir den. Die Sprüche und alles, ne? So ein Highlight, wenn wir in der Kabine sind, die Ansprachen. Dann haben wir mal einiges zum Schmunzeln, ne? Was sagt er denn dann so? Ah, schon ein paar harte Sachen, wo wir die intern bleiben müssen. Ebenso bizarr wie legendär ist die Antrittsrede von Thorsten Legert beim FC Remscheid im Oktober. Fußballerdeutsch vom Allerfeinsten. Ich lebe für den Verein. Ich wohne hier nur 10 Minuten entfernt. Und eins ist auch ganz klar. Wenn die Leute meinen, sie müssen aufhören, ja, nur weil sie Finger gebrochen haben, am Finger. Fußballspiel kann jeder. Und meine Aufgabe mit den dreien ist eben halt richtungswegend. Klassen halt. Man geht auch mal freitags mal schön weg, ballert sich den Arsch voll auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber nicht mehr bei mir. Großkotze, die brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht. Was ich jetzt brauche, sind Kerle mit Eiern in der Buchse. Anit Chowdhury ist Chef des Lokalsenders RS1. Er hat als einziger die Pressekonferenz gedreht und damit für die mediale Nachwelt erhalten. Die grammatikalischen Fehler oder dass man Eier in der Buchse haben muss, Kultspruch von Thorsten Legert inzwischen, das merkt man sich natürlich, aber erst wenn man das Ganze ein bisschen kompakter sieht in 1,30, 1,45, fällt einem dann doch auf, was da für geniale Sprüche eigentlich in dieser PK waren. So eine Scheiße da, die Scheiße hier, ich habe keinen Bock drauf. Man könnte denken, Thorsten Legert übertreibe vor der Kamera. Falsch, der Mann ist wirklich so. Er ist so, wie er ist, einfach authentisch und ich bin zufrieden, wie er es macht. Er soll einfach so bleiben und dann ist alles gut. Das ist Thorsten, wie er lebt und lebt. So wie ich ihn kenne, wie die Kinder ihn kennen. Und das ist toll. Auch Nadja Abdel Farag befindet sich seit Jahren im Abstiegskampf. Die ewige Bohlen-Ex war 2004 im Dschungelcamp. Damals schied sie schon als Zweite aus. Nach ein paar Jahren in Österreich und insgesamt 18 Umzügen will sich die 50-Jährige wieder in Hamburg niederlassen, wenn sie nur wüsste, wo. Ich lebe nicht im Hotel. Ich bin ab und zu immer so 2, 3 Tage hier. Ansonsten wohne ich bei einer Freundin, weil ich muss jetzt noch 3, 4 Wochen warten. Dann kann ich endlich mal umziehen, weil die anderen Wohnungen haben immer nie so geklappt und war auch nicht so meine Gegend. Von Dieter Bohlen bekam sie den Spitznamen Nadel verpasst und ließ ihn später als Marke registrieren. 11 Jahre lebte sie an der Seite des Pop-Titanen in dessen Villa. 1999 zog sie sich für den Playboy aus. Als dann mit Bohlen Schluss war, geriet auch die Karriere ins Stocken. Ich habe das Kleid gesehen und ich fand es wunderschön. Und ich habe gedacht, das muss ich haben. Und wer ist der Designer? Es ist von Escada. Nadel versuchte sich mit vernachlässigbarem Erfolg mal als Sängerin, mal als Moderatorin oder als Schauspielerin. Hauptsache Öffentlichkeit. Auf der einen Seite mag ich das und auf der anderen Seite denke ich manchmal auch immer, Mensch, mein Gott, warum habe ich nicht einen normalen Beruf gehabt oder wie auch immer, weißt du, was so kontinuierlich ist. Aber dieses eben halt, immer dieses ewige Hin und Her und man wird ja natürlich auch, also ich zumindest, wird immer zerrissen. Und das nervt dann irgendwie auch. Auf Dauer nervt es. Zuletzt sorgte Nadel in erster Linie mit Partyabstürzen und anderen unrühmlichen Auftritten für Schlagzeilen. Vergangenes Jahr gestand sie öffentlich, zu viel zu trinken. Verständnis hat sie deswegen für Jenny Elvers, die vor ihrem Ausscheiden im Dschungelcamp immer wieder auf ihr Alkoholproblem angesprochen wurde. Wenn ich 2 Weinflaschen, ich gehe mittlerweile auch wieder einkaufen. Ja.
weil ich habe gesagt, das ist mein Umgang damit und ich lasse mir das nicht nehmen. Verdammte Hacke, wenn ich Freunde da habe. Genau, da hat sie recht. Also wenn ich jetzt Wein kaufe oder Sekt oder wie auch immer und man hat irgendwie, sagen wir mal, Promi-Dinner oder wie auch immer, dann heißt es gleich, ich hau mir da die 5 Flaschen Sekt oder Wein rein. Das ist ein Schmarrn. Das ist... Und man wird immer beobachtet und dann guckt, ach, kauft sie mal wieder einen Sekt oder kauft sie mal wieder einen Wein. Das ist Schwachsinn, das ist Schwachsinn. Also ich meine, jeder Zweite kauft auch am Wochenende irgendwie mal einen Wein oder einen Sekt. Die anderen hauen sich dann, kaufen Whisky oder wie auch immer. Aber man wird immer, man ist verurteilt, man wird verurteilt. Da hat sie aber auch recht. Das ist also not good. Hochprozentiges ist nicht die einzige Parallele im Leben der beiden Dschungelcamperinnen. Auch Jenny Elvers scheint lebenslang irgendwas mit Medien machen zu wollen. Mit 20 galt sie als deutsche Antwort auf Pamela Anderson. Es ging halt vor allen Dingen um die Maße. In Deutschland hatten wir kein Model, die so eine große Oberweite hat. Und ich weiß es halt auch von vielen Werbeagenturen, dass die halt für Sachen, für Shootings gecastet haben und gesucht haben, wie blöd, und niemand gefunden haben. Irgendwann gesagt, hallo, hier bin ich. Anfang der 90er versuchte sich Jenny Elvers als Sängerin einer Art Girly-Band. Der Titel des Popsongs hieß Blonde and Stupid, was angeblich ironisch gemeint war. Ich habe schon ein paar Mal singen müssen und ich singe bestimmt auch nicht irgendwie immer gerade, aber darum geht es auch eigentlich nicht. Konsequent ließ sich Elvers immer mit möglichst bekannten Gesichtern ablichten. Der Rummel um ihre mediale Persönlichkeit erreicht den Höhepunkt, als sie mit Schauspieler Heiner Lauterbach zusammen ist. Vor 2 Jahren dann der öffentliche Tiefpunkt ihrer Karriere. Ausgerechnet zu einer Live-Sendung erscheint Jenny Elvers offensichtlich betrunken. Für mich ist es kein Problem. Auch in ihrem Fall sollte wohl die Dschungelcamp-Teilnahme mal wieder helfen, um im Promi-ABC ein paar Buchstaben nach vorn zu rücken. Das hat aber, wie schon bei Nadel, nur in bescheidenen Maßen funktioniert. Rückblickend hätte die gelernte Apothekenhelferin so manch andere Entscheidung für ihr Leben getroffen. Das hätte ich auch alles gar nicht machen sollen. Aber wie das so ist, man hat dann Freunde und die sagen, mach, mach, mach. Und da fing das ja auch alles mit an. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich, glaube ich, heute ganz woanders. Ganz woanders, also am liebsten ganz oben, wäre auch Menderes. Von hier wollte Menderes offenbar weg. In der Ortschaft Langenfeld im Rheinland begann er eine Ausbildung zum Tankwart und war auch bei der Arbeit nah am Wasser gebaut. Er war einmal sehr lustig und dann gab es so Momente, so, da sah er aus, als wenn er gleich anfangen würde zu weinen, so ganz geknickt und so. Also ich würde sagen, eigentlich so sehr in sich gekehrt so manchmal. So. Und manchmal eben so, wenn er getanzt hat und gesungen hat, so, vielleicht hat er das auch gemacht, um das ein bisschen aufzufangen, ich weiß es nicht. Kelly Lee ist seit 8 Jahren einer der wenigen Freunde von Menderes. Getroffen hatten sie sich bei einem Musikworkshop. Sie kennt den Dschungelcamper als einen Menschen, der manche Ziele eisern verfolgt, trotz totaler Talentlosigkeit. Als er in den Anfängen von DSDS war, klar war das stimmlich nicht überzeugend, ne? Er ist ja nicht weitergekommen, aber er ist dran geblieben. Er wusste, okay, dann muss ich meine Technik verändern, ich nehme Unterricht, so dass er seinem Ziel und seinem Traum auf jeden Fall näher kommt. Ja. Und ich finde, wenn man ihn jetzt singen hört, also Queen of My Heart zum Beispiel, es ist klasse. Es wird in unseren Clubs gespielt. Echt. Also ich bin ziemlich stolz auf ihn, auf jeden Fall. Immerhin, ein erstes Musikvideo hat Menderes schon herausgebracht. Es heißt Queen of My Heart und hört sich eigentlich gar nicht so schlimm an, wie man nach seinen DSDS-Auftritten annehmen sollte. Kurz vor seiner Abreise nach Australien lässt Menderes kleine 3D-Figürchen von sich selbst anfertigen. Als Geschenk für zukünftige Fans. Die hofft er, auch durch allerlei private Geständnisse im Dschungel zu bekommen. Ich würde schon sagen, es ist wichtig, schon ein bisschen mehr über sich preiszugeben. Nicht nur das Bild zu wahren, was man jetzt von der Öffentlichkeit kennt bisher, sondern auch ein bisschen mehr zu erzählen. Vielleicht schafft man es dann, die Leute dazu zu bringen, dass man
sympathisch wird. Engin Krömert ist der Manager von Menderes und mit nach Australien geflogen. Sein Klient ein schwieriger Fall. Er hat sich mit den Eltern nicht richtig gut verstanden. Die Mutter hat sich mit dem Vater nicht oft verstanden. Und mit den Geschwistern hat er sich auch nicht verstanden, weil er war der Kleinste in der Familie und hat immer den Ärger abbekommen, wenn es irgendwas gab. Die Frust der familiären Situation hat er wohl immer abbekommen. Und das hat ihn so geprägt, dass er ziemlich verschüchtert quasi aus der Sache rausgegangen ist. Im Dschungelcamp ist es ausgerechnet der cholerische Muskelprotz Thorsten Legard, der Menderes die reichlich geflossenen Tränen trocknet. Für seine Ehefrau keine Überraschung. Da komme der Trainer in ihm durch, der seine Schützlinge verbessern will. Er merkt, dass der Menderes einfach nicht das Selbstbewusstsein hat, so wie Thorsten das zum Beispiel mitbringt. Und er würde ihm, glaube ich, gerne ein bisschen von seinem Selbstbewusstsein so abgeben, dass er ein bisschen offener auftritt, dass er ein bisschen mehr Mumm hat. Das würde Thorsten freuen, wenn er ihm das vielleicht so ein bisschen mitgeben könnte. Die natürlich gänzlich unhaltbare Behauptung, Legard mache des Geldes wegen mit, will ihm auch sein Verein nicht unterstellen, obwohl das Gehalt beim FC Remscheid nicht so richtig reich macht. Es ist ganz wenig. Ja, also Landesliga-Verhältnisse, das ist 1.000 Euro. Aber wir haben ja viel jetzt mal Sponsoren, die im Privat bezahlen und so. Das ist dann schon wieder was anderes. Aber in der Regel ist das Landesliga. Die verdienen die Trainer hier in diesem Bereich zwischen 500 und 2.000. Dafür hat der Verein in 4 neue Spieler investiert. Und Trainer Legard hat sich artig bedankt mit einer Sprachnachricht aus Australien. Ja, hallo Bernd. Oh, Bernd, das ist privat. Also eine bessere Nachricht kann ich nicht kriegen. Das ist natürlich nicht nur mein Verdienst, es ist auch dein Verdienst in Verbindung mit Herrn Schäfer. Und, das spiele ich deshalb vor, weil viel wichtiger als der Hype um den Thorsten ist hier unser Verein, was den Klassenerhalt angeht. Und er bedankt sich hier für 4 neue Spiele. Das ist der Grund. Ja? Also wir wollen alles tun, dass wir die Landesliga erhalten. Ja? Und wollen den momentanen Hype sicherlich nutzen. Und auch der ein oder andere Sponsor ist schon auf uns aufmerksam. Nach dem Dschungel geht es bei Legard weiter wie vor dem Dschungel. Abstiegskampf pur.